Die Bundesregierung mit gleich drei Burgenländern ist seit heute offiziell im Amt. Der neue Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Josef Ostermayr, ist Gast bei uns im Studio. Die Verkehrssicherheitsaktion Licht und Sicht ist auch gleich Thema bei uns. Und wir stellen Ihnen eine ungewöhnliche Rockband vor mit Ziehharmonika und Lederhose gleich im Burgenland heute. Da hat vielleicht so mancher Konzertbesucher auch zweimal hinschauen müssen. Eine Rockband mit Ziehharmonika und Dirndl. Die gar nicht volkstümliche Band mit dem Namen Die Chiller haben vor kurzem im Jazzpub in Wiesen aufgespielt. Mit ihrer erdigen Rockmusik sorgt die junge Partie für Begeisterung. In Wiesen wurde auch das eigene Bier der Band präsentiert, das in Kobersdorf gebraut wird. Nein, das ist keine Außenstelle des Musikantenstadels, das sind die Chiller. Gleichsam Beleg bodenständiger Vielfalt, bei der man wechselweise schunkeln, mitsingen und rocken kann. Ein Konzert im Burgenland ist für die Combo rund um Frontmann Mini Oberger, der im normalen Leben Lehrer ist, ihm ein besonderes Fest. Wunderschöne Gegend, super Weine, Piccabella Thermen, habe in Eisenstadt studiert, super Levelette, super Bier. Ich sage mal, jetzt schon Prost! Mit Bier meint Mini natürlich das Kobersdorfer Schlossbräu. Vor 3,5 Jahren erstmals abgefüllt und hier jetzt als Chiller Sonderedition erhältlich. Was den Erfinder, den international bekannten Braumeister Peter Döllinger, zu der Zusammenarbeit bewegt hat? Weil wir sind auch ein junges Unternehmen, genauso wie die Band jung ist. Wir wollen alle was erreichen und gemeinsam können wir da Gas geben. Gas geben ist auch ganz im Sinne der Chiller. Neben Schlagzeuger Chris aus Neusiedl bei Güssing, dem Gitarrenvirtuosen Alex aus Kaisersdorf und Sängerin Gretel aus Pötsching ist auch Quetschenmeister Chris ein ausgewiesener Freund der Volksmusik. Wieso dann eigentlich eine Rockband? Ich bin einmal eingesprungen bei einem Konzert und das hat dann irgendwie gepasst, die Maria. Ehemalige Ziehharmonika-Spieler und immer weniger Zeit gehabt und dann bin ich dabei geblieben und mittlerweile macht es mir sehr viel Spaß. Also ich bin eigentlich von einer ganz anderen Schiene gekommen, aber mittlerweile total in bei den Chiller als Quetschenspieler. Was die Chiller aber noch auszeichnet, ist die musikalische Bandbreite. Vom funkigen Rock über sogenannten Rugger bis hin zur romantischen Ballade. Und die stimmliche Ähnlichkeit von Sänger Mini mit seinem Vorbild Osban Kurti soll den Chillern auch nicht zum Nachteil gereichen. Vielleicht erreichen sie ihr Ziel, von ihrer Musik auch mal leben zu können. Ich hab dich gern. Dankeschön.